Ja, also, liebe Bianca, du willst ein Foto von meinen Sketchers. Kannst du gerne haben. Allerdings muss es ein Video werden, weil ein Foto reicht nicht. Also, ich fange mal an und zeig dir mal meine ganzen tollen Sketchers. Ich fange hier an. Ich habe nämlich da ein wunderschönes Teleskopregal. Da sind fast alle Sketchers. Also, das sind Sketchers, das sind Sketchers. Sieht man das? So, hier. Schöner wäre natürlich die andere Seite außen, aber das geht dann nicht. Das sind Nike, das sind Sketchers. Das sind Sketchers, das sind Sketchers. Das sind Sketchers, das sind Nike, das sind Sketchers. Das sind Sketchers, das sind Sketchers. Hier sind wieder Nikes. Davor war ich nämlich Nike-Fan, weil die hatten coole Farben. Das sind auch Nikes. Und jetzt haben die Sketchers einfach bessere Farben und mehr Auswahl. So, das sind welche, das sind Nikes, das sind Sketchers, das sind Sketchers, das sind Sketchers, das sind Sketchers, Nikes, Sketchers. Sieht man das? Nochmal Sketchers und nochmal Sketchers. Oh, die hatte ich noch gar nie an. Die Farbe muss ich auch nochmal anziehen. Das sind Sketchers, das sind Sketchers mit Ombre, Farbverlauf. Ich glaube, so rum sieht man es besser wegen dem Licht. So, dann habe ich, also jetzt sieht man es noch besser, glaube ich. So, dann habe ich hier Sketchers, dann, das sind keine, muss aber gucken, was das war. Das sind Camper, aber die sehen auch schön aus und sind auch sehr bequem. Camper, aber keine Sketchers. Das sind auch keine Sketchers, das sind Fly und die anderen auch. Und hier sind Nikes und hier sind Sketchers. Es geht weiter im Spiegelschrank. So, und zwar Sketchers, Sketchers, manche musste ich aufteilen wegen dem Platz, das sind keine Sketchers, ich glaube, das ist, ach ja, ist Oliver. Dann gibt es hier Sketchers. Guck, liebe Nathalie, das ist die Farbe, die ich meinte. Ich habe die Farbe ja, aber das sind halt normale, ne? Und keine mit Glanzeffekt. So, der andere passende ist da oben im Regal. Man muss es ja passend machen. Dann habe ich hier, das sind keine Sketchers, das sind No Name Gran Canaria Sandalen, flachere und schön glitzernde. Dann habe ich hier Sketchers. Oh, die habe ich auch total gern. Man sieht, wie die aussehen, dass ich die gern anziehe. Dann habe ich hier keine Sketchers. Was sind das für welche? Tamaris oder sowas? Ja, Tamaris. Dann, oh, da muss ich, hier ist der Griff kaputt. Dann habe ich hier noch Sketchers, da noch Sketchers, Nikes, meine Trainingsschuhe für meinen Bauchtanz, wenn ich mal wieder hätte. So, dann haben wir hier Sketchers, hier ist der andere, grüne, und hier sind Sketchers. Dann geht es hier unten weiter, hier sind Sketchers, die gehören zusammen. Oh ja, hier ist halt Unordnung, das räume ich spätestens am Mittwoch wieder auf. Nein, spätestens morgen. So. Das sind Sketchers Sandalen. Das sind Sketchers als, naja, fast die gleiche Farbe, nur in zu. So. So, Neon Pink. Das hier sind keine. Das sind aber auch No-Name Urlaubsschuhe. Auch sehr bequem. Das sind Sketchers mit dem Glitzer. Dann habe ich hier noch welche. Das sind jetzt keine Sketchers. Ich glaube, das war Esprit. Ja, das sind so Esprit mit auch Glitzer. So, dann, wo waren wir? Hier waren wir mit den Sketchers. Es geht weiter. Hier sind auch noch Sketchers. Genau. Nathalie, von denen hatte ich dir erzählt. Das sind die, die auch sehr bequem sind, nur andere Farbe mit Glitzer und so, ne? Genau. Alles andere sind keine Sketchers mehr. Fast hätte ich es vergessen. Hier sind auch welche. Da sind noch Sketchers. Einer hier, einer da. Und dann, das ist eine andere Farbe. Man sieht es ein bisschen. Hier ist weiß und das ist Mint. Ganz helles, zartes Pastellmint. So, der Rest sind Nikes. Hier sind wieder Sketchers. Das hier waren auch Sketchers, weil man weiß ja nicht, ob man mal schwarze Schuhe braucht. Und das sind aber eher so, ja, wenn ich mal auf dem Laufband bin oder so. Genau, und hier sind auch nochmal Sketchers in Schwarz. Und hier sind auch nochmal Sketchers in so einem hellen Lila.
Dann haben wir hier noch welche. Ich hol's mal raus, dann sieht man das besser, weil die haben so einen Rainbow-Effekt mit Glitzersohle. Finde ich auch voll cool. Genau, dann haben wir hier welche, die sind hellblau mit so Memory Foam. Dann gibt es hier Skechers aus, ja, wie die anderen, die üblichen, die ich sonst immer habe. Und alles andere sind keine mehr. Das sind verschiedene No Name oder Axe oder sowas. Ja. Aber jetzt habe ich sie erstmal alle, glaube ich. So, jetzt hat. Ja, die anderen sind alles keine Skechers mehr. Und im Keller habe ich auch keine mehr. Ich überlege gerade. Nee, da sind auch keine mehr. Und meine neueste Errungenschaft sind die hier. Das sind die schönen Skechers mit leichtem Absatz. Und da sind die mega bequemen Skechers mit so einer Art Wildledersohle oder Fußbett. Aber es ist eigentlich gar nicht Wildleder. Ich glaube, das ist eine besondere Stoffart. Man kann das nämlich in der Maschine waschen. Ha. Machine washable. Das finde ich so cool. Das heißt, ich kann, wenn die schmutzig werden, die einfach in die Maschine tun. Ja, also, liebe Bianca, ich hoffe, ich habe dir eine kleine Freude gemacht mit meinen vielen, vielen, vielen tollen Skechers. Und ja, nicht, dass deine Mama mich jetzt erschlägt, weil ich dich auf dumme Ideen bringe. Weil du vielleicht jetzt auch so viele haben willst. Oder du sparst dir dein ganzes Taschengeld und machst es nach. Dafür braucht man halt auch Lagerraum, ne? Also Platz. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt eigentlich genug Platz habe und es reicht jetzt so langsam. Nur manchmal bringen die so tolle Sachen raus, da muss man dann nochmal überlegen, ob man nicht was anderes aussortiert. Auf Wiedersehen und habt einen schönen Tag. Bye bye.